Merkt er, der das erstellt hat, noch was? Ich warte, wenn es denn sein muss. Spaß, Trolle. Spür die Hand der Gerechtigkeit. Haben wir jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Aber wir sind ja auch in Trollfurt. Das wurde aber auch Zeit. Boah, was die Viecher aushalten. Daneben beim nächsten Schlag. Kriegen fast 200 Schaden und stehen immer noch und prügeln auf einen ein. Ich glaube, wir sollten auch mal so einen Troll essen und ihn dann auskotzen. So, hier noch mehr. Furcht ist etwas für Leute ohne Selbstvertrauen. Setz ihnen die Augen heraus. Ihr lag doch. Oh Mann. Sagt mir, was zu tun ist. So. Gute Idee, das mir zu übertragen. Ja, Blutsteinringe wollen wir nicht. Amulett wollen wir auch nicht. Ich sammle den Müll jetzt einfach nicht mehr. Amulett und so, der hier so rumliegt von irgendwelchen Bullen. Ich bin so weit. Das lohnt überhaupt nicht. Ich warte. So. Komm, der Rede wert. Ja, hier geht's irgendwo anders hin. Da wollen wir noch nicht hin. Gehen wir erstmal den Gang zu Ende. Ach, hier ist der Gang zu Ende. Ist ja interessant. Hier waren wir irgendwie. Hier, genau, hier haben wir uns noch gar nicht umgeschaut. Ich bin ziemlich sicher, dass das hier eigentlich das Labyrinthmodell ist, das man in den Windsperrhügeln antrifft und nicht in den Irgendwas-Hügeln, wo wir gerade sind. Wahrscheinlich ist das alles mal wieder komplett Modifikationskram und ich weiß das nur nicht. Weil ich das sowieso im Moment sehr, sehr komisch finde, dass wir hier in diesem lustigen Dingens rumlaufen. So, mehr Heilung, Eri. Mehr, weil mehr ist. Lasst mich in Ruhe. So, du hast auch noch Heilung. Ja, heil Minsk. Was kann ich tun? Eri, Heilung für Minsk und dann auch für Korgan. Ja, du hast noch ganz viel kleine. Bekommen wir einen sehr geringen Zauberaufwand. So, wenn er wieder so bei 90 ist, dann bin ich schon zufrieden. Ja, 95, das reicht für ihn. So, fangen wir unten an oder fangen wir oben an? Ich hoffe, das bringt was. Sieht gut aus. Naja. Also untersuchen wir die Türen auf Fallen. Was braucht ihr? Yoshimo ist bereit. Ja. Hinter der Tür war nämlich gar nichts. Dies ist eine Sackgasse, die nirgendwo hinführt. Klick. Das ist auch eine Sackgasse, die nirgendwo hinführt. Und das auch. Okay, dann gibt es hier nur eine echte Tür. Ihr seid direkt hinter mir, nicht wahr? Hier auch eine Falle. Guck sie dir gut an, Yoshimo. Ah, sie ist eh abgeschlossen. Sag schön. Mir was. Kerker. Ich bin bereit. Wird langsam Zeit für ein paar schöne Gespräche. Na, was soll's. Wo soll ich euch meine Fähigkeiten fallen, und mein Geschick vor? Sehr gut. Ja! Da sind welche. Ah, das ist wieder. Nee, das ist. Hä? Das ist auch keine richtige Tür. Ich warte. Was soll ich tun? Ah, hier ist wieder so eine Mumie. Ja, Mensch, mach sie platt. Das sollte nicht sein. Tja, ja. So, und hier so ein Dingens mit, los! Ich mache, was ihr ja, wollt. Ja, Zwerg. Hoffentlich finden wir eine Menge Gold und Edelsteine. Massenteleport. Tänzerins Umwandlung und Stein zu Fleisch. Das ist ein Massenteleport. Das muss ja gerade 9 sein oder so. Der Zauber öffnet einen vorübergehenden Durchgang zu einer anderen Ebene, durch die alle Mitglieder einer Gruppe einen schon zuvor besuchten Ort erreichen kann. Egal, wo sich die anderen Gruppenmitglieder befinden, der Zaubernde darf maximal 50 Meter vom Ziel entfernt sein. Cool, vielleicht hilft uns das ja nochmal. Lern's einfach mal, Eri. Was gibt's? Hier war nichts mehr drin. Hoffentlich werde ich wenigstens gut bezahlt. Yoshimo, Fallen, Türen. Dieses Land ist ja ganz schön. Aber ich wünschte mir, dass ich Bo die Ebenen von Rashemen zeigen könnte. Wie schön wäre es, wenn wir gemeinsam durch den Schnee tollen könnten. Wobei,
Bo würde vermutlich ganz schön komisch in einem Schneehaufen aussehen, glaubt mir. Ja. Ihr seid von Rashomon? Wirklich? Ich dachte, dieses Land wäre nur eine Legende. Nein, es ist so echt wie Minsk, allerdings ein bisschen größer. Es liegt weit entfernt in Richtung des Sonnenaufgangs. Ach, es ist lange her, seit ich von dort fortging. Warum reist ihr freiwillig so weit fort von eurer Heimat? Ich wurde aus meiner Heimat gerissen. Ich hatte keine Wahl. Ich war auf meinem Dashema. Eine Reise, um meine Männlichkeit zu erlangen. Nun, wir waren ein Paar. Ich habe eine Hexe. Ich sollte Drilla hier beschützen und sie sicher wieder nach Hause bringen. Oh, Bock. Ich kann niemals nach Rashomon zurückkehren. Ich habe mich als unwürdig erwiesen. Ich bin kein Mann und du bist kein Hamster. Wir sind verloren, oh Jammer. Aber weint doch nicht. Ihr und Bo habt tapfer gekämpft. Wer könnte zählen, wie viele Feinde ihr besiegt habt und wie oft ich euch den Kopf verbinden musste? Drüber her wäre stolz auf euch. Ihr wart gute Freunde, ihr und Schildkröte. Minsk möchte euch etwas fragen. Wollt ihr meine Hexe sein, Eri? Bo und ich sind nicht so eine Hexe. Wenn ihr mein Wächter sein wollt, Minsk, werde ich eure Hexe sein. Deine Dashema war nicht umsonst und Drinahirs Tod wird nicht ungesühnt bleiben. Mein Schwert, meine Seele, mein Hamster! Ich werde euch all dies widmen, euch, Eri, meiner Hexe. Hörst du das, Böses? Minsk hat eine neue Hexe. Wehe dir. Ja, das ist schön. Ich mag es, wenn Eri Minsk seine neue Hexe wird. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Sind keine Fallen? Nichts Gefährliches, hoffe ich doch. Hier geht's weiter. Und hier anscheinend auch. Ich denke, ich bin drin, aber ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Ist da was? Ja, da ist was. Welch Wunder, welch Wunder. Und hier geht's mal wieder nicht weiter. Gut zu wissen, dass hier Fallen hinter den an den Türen dran kleben. Ja, ich hoffe, das bringt was. Lasst mich zufrieden. Ha, du passt da nicht durch. Bogenschützen! Ihr zeigt mir wohin, Eri, und du schießt. Das sollte nicht sein. Das sollte nicht sein. Atem ist immun gegen diese Art von Schaden. Schwerter statt Wörter. Ach, du stehst ja eh so nah dran. Anders wie kann ich dich angreifen. Perfekt. Minsk. Ah, das hätte ja nicht sein müssen, dass die den Raum jetzt so extremst wieder mit Atoms gefüllt haben. Erklärt meinem Hamster ja, bloß nicht, wie man Eier aussaugt. Ihr blockiert euch im Idealfall eh gegenseitig. Eri, geh mal weg da. Onkel Quail hat mich gut ausgebildet. Was wollt ihr? Ich weiß, dass ich euch eine große Zwerg bewegt dich, wenn ich dich da hinschicke. Sagt mir, was zu tun ist. Das ist geil, man schickt ihn irgendwo hin und er bewegt sich nicht. Ich habe quasi eine Hassliebe auf ihn. Ah, ein Schädelspalter. Ich warte. Ein Schädelspalter, genau. Ja. Erfahrung gibt es hier auf jeden Fall und Gegner für drei Abenteurergruppen. Yoshimo, Fallen, Türen. Ich bin ein leichtfüßig und so. Ja, ist mir egal. Im richtigen Dungeon, der auch normal in das Spiel gehört, gibt es hier, glaube ich, auch noch einen, Wir sind alles am Trennen. Ihr, Bo und mit einer Aufgabe. Geht okay. Wo immer Minsk auch hingeht, macht das Böse einen Schritt. Ein Geisterkreis mal wieder. Haben wir ja schon lange nicht mehr gesehen. Ja, der richtige Zwerg müsste das jetzt nur noch einmal treffen und ja, er hat es geschafft. Deine Zeit ist abgelaufen. Dein Spektraltroll ganz allein ist auch wahrscheinlich recht. Ja. Erbärmlich. Ja, er legt sich vor und schlafen. Ihr braucht mein, was immer ihr benötigt. Ich erledige es gut. Das
Zeig mal her. Hier ist mal wieder so eine Factory anscheinend. Ja. Hier noch mehr Fake-Türen. Ja. Ja. Nicht?